liebe Zuschauer. Das sieht irgendwie falsch aus. Finde ich immer wieder lustig, wie Harry Mason eine Stange hält. Mein Schwengel. Ja, ich begrüße euch zurück zu Let's Play Silent Hill. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, den Witz. Ja, in der letzten Folge. Ja, was war denn in der letzten Folge? Das war auf jeden Fall auch in der letzten Folge, das weiß ich noch. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen über Unge gelabert und generell, dass sich YouTube in eine falsche Richtung entwickelt. Nein, ich fange jetzt nicht wieder mit Unge an, keine Angst. Ich wollte auch eigentlich gar nicht so viel quatschen, weil ich finde, das zieht euch hier ein bisschen raus, wa? Aus der Atmosphäre. Das sollten wir vielleicht lieber in der Stadt machen, über sowas reden, weil in der Stadt ist nicht so spannend. Aber hier so sollte ich vielleicht ein bisschen weniger reden, wa? Weil die Atmosphäre, die ist schon ziemlich geil, Alter. Muss ich immer wieder sagen. What's this? Looks like someone's been here. Alessa. Ein Bett, was soll das hier? Wer würde. Ja, was macht ein Bett im Krankenhaus? Muss ich jetzt nicht verstehen, die Frage. Aber alles so natürlich so ein bisschen gemischt hingestellt. Ja, da hat er schon recht. Aber das ist halt Silent Hill, das ist halt eine Gedankenwelt. Gehe ich mal stark von aus. Dass das hier von irgendjemandem die Gedanken sind. Oder die Sünden. Jetzt sag mir bitte nicht, ich habe irgendwo was vergessen. Oh, ich habe ja keine Karte. Scheiße, Leute. Aber irgendwo habe ich eine Tür vergessen, ey. Weil ich muss ja irgendwie weiterkommen, ne? Was vergessen oder warte mal. Haben wir irgendwas bekommen? Ja, Schlüssel, Untersuchungszimmer. Ah. Im zweiten Untergeschoss. Ja. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Muss ich wahrscheinlich wieder zurück. Natürlich in die andere Richtung. Oh Mann, ey, ich hasse das, weil ich keine Karte habe. Aber ich habe gewusst, dass der Moment noch kommt. Wo ich auf die Probe gestellt werde. Schloss klemmt, okay. Das ist nicht cool ohne Karte. Ah, jetzt sagt mir nicht, ich bin wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ach Leute, ja, ich weiß. Bin der größte Kackbohnen. Ich weiß, ich weiß. Ladies and Gentlemen, auf die Karte. Hatten wir ja heute noch nicht auf die Karte geguckt. So. Im zweiten Obergeschoss, ja. Da war auch wirklich noch. Genau, Raum 205. Da müssen wir noch hin. Nee.
Das ist eine Lüge. Auf jeden Fall müssen wir noch in den Eingangsbereich. Genau, und dann durch den Medical Room, ja. Genau, das müsste der Weg sein, ich hoffe. So, erstmal wieder, weil ich bin ja schon im ersten Stock. Bin ich schon im ersten? Ja, ich bin schon im ersten. Nein, ich bin noch im Keller. Andere, die werden hier schon dreimal durch, ja. Ich brauche hier erstmal 20 Parts, ja. Ich denke mal, da kommt eine Cutscene. So, einmal geradeaus. Hier durch. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier rauskomme. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl? What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town?
So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! So, wir sind wieder in der Realität, obwohl das hier, glaube ich, auch nicht die Realität ist. Aber halt in den etwas schöneren Silent Hill, was ein bisschen vernebelt ist, aber ja, hat aber so seine eigene Schönheit. Und wir wurden ja eines Besseren belehrt, das ist ja wohl da draußen doch Schnee und kein Ascheregen. Ja, und Schnee, so eine schöne verschneite Kleinstadt, ist doch eigentlich was Schönes. Ich liebe Kleinstädte. So, wir haben ein Ziel. So, auf jeden Fall nochmal speichern. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel bekommen von ihr. Oh, 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 fies. Habe ich ein bisschen geschlafen. Aber egal, er hat mich nicht erwischt. So, wir gucken. Das nächste Ziel. Ist eine gute Frage, wa? So, Schlüssel wie zum Antiquitätenladen. Ja, nochmal gucken, wo der ist, wa? Heute mal eine kleine Stadt Rundgang. Kann ja auch nicht schaden hier mal. Mann, du blöde Kackwurstvieh. Also von Hund sollte ich mich wirklich nicht erwischen lassen. Ja, mal ein bisschen so die Stadt erkunden. Kann ja auch nicht schaden, wa? Das werde ich mal machen. Auf jeden Fall werde ich das mal machen. Vielleicht liegt ja irgendwo noch was rum. Na, siehst du, Moon. Das ist noch ein Tunikum. Apropos Tunikum. Der hat mich ja gerade gebissen. Alles super noch. Ja, mal ein bisschen die Stadt erkunden. Das kann ja. So groß ist ja die Fläche nicht. Aber vielleicht finden wir ja noch ein paar Sachen. Gehört dazu, Leute. Gehört dazu. Und da ich gerade nicht weiß, wo der Antiquitätenladen ist. Ich weiß noch nicht mal, ob der überhaupt in diesem Viertel ist. Eigentlich laufe ich ungern in so enge Gassen rein, weil ihr habt ja gesehen, in der letzten Folge im Krankenhaus, die haben mich ganz gerne mal eingekesselt, die Gegner. Das ist übrigens kein Soundbug, ja, das ist wirklich, das hört sich wirklich so an. Oh, oh, Flattermax. Muss immer so ein bisschen im Wechsel laufen, weil aber meistens ist irgendwas in irgendeiner Gasse oder so. Also. Was haben wir hier? Alter, die Musik! Hör mal auf damit, ey. Das ah, guck mal, wir haben den Laden gefunden. Ganz zufällig. Ohne Karte. Das ist für mich auf jeden Fall
Ja, ein paar Mal habe ich auf die Karte geguckt, aber ich habe ja nicht direkt den Laden gesucht. Ich habe nur geguckt, wo ich wo Gassen sind und so. Da ist eine Uhr, nichts Besonderes. Antique Shop. Heißt es nicht Store? Aber egal, Shop kann man auch sagen. So, ja. Das kann ich hier wohl verschieben, wa? Da sehe ich doch, da ist doch was hinter. Spuren auf dem Boden weisen darauf hin, dass jemand den Schrank verrückt hat. Okay. Ja, verschieb den mal bitte. What's this? Harry! Sybil? Ah, I'm glad you're okay. I shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go? Where was it? On Bachman Road. She was heading towards the lake. Now don't get excited. It wasn't like she ran off exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What? So then Cheryl... It was like she was walking on thin air. Hmm? What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie? No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town. Must be on drugs. They sell them to the tourists. The force still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out. And the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? I really don't know. Maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of. Hmm. What's this? Just discovered it. Maybe there's something back there. Let's have a look. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. No, I'm going. All right. I'll cover you from here. Be careful. If anything looks fishy, get back here on the double. Okay. Sybil? Do you know anything about, well,
like some other world. It's like some kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry, you're tired. Yeah, maybe. So, das ist auf jeden Fall sehr interessant, was wir gerade erfahren haben. Anscheinend, diese Veränderung macht wohl nur Harry mit. Also für Sybil ist das wohl alles so ein bisschen, also für die ist es wahrscheinlich nur, oder die fährt ihren eigenen Film, keine Ahnung. Aber ich glaube, jeder fährt so seinen eigenen Film. Und ja, aber warum ist Sybil hier gefangen? What's this? Some kind of altar. Never seen anything like this before. Maybe this is the other church. Ja, warum ist Sybil hier gefangen? Also Dr. Kaufmann und Lisa und Dahlia Gillespie, die sind ja Bewohner, also Bürger von Silent Hill. Aber Sybil kommt ja aus der Nachbarstadt. Die ist uns gefolgt und da wurde die einfach mit reingezogen wahrscheinlich. Aber ich denke mal so an sich, Zusammenhang, also ich denke mal, dass sie, ich will das nicht spoilern, ja. Sie hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, glaube ich. Glaube ich, auch schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Aber ich glaube, sie wurde mit reingezogen, weil sie ist uns ja, sie wollte uns ja anhalten. Sie ist uns ja in der Anfangssequenz mit dem Motorrad hinterhergefahren und deswegen wurde sie wohl, ja, du, falsche Zeit, falscher Ort, wa? Sieht wie ein Altar aus, was die wohl verehren. Ui, ui. Auch wenn ich sie nie benutzen werde. Das ist eine Axt. Mitnehmen. Aber hier muss doch noch irgendwas sein. Ist hier nur der olle Altar. Krank, Alter. Also die Dahlia, die hat auf jeden Fall, die weiß auf jeden Fall mehr. Also die weiß auf jeden Fall mehr als ich. Definitiv. Und ich glaube, dass die auch nicht so ganz unschuldig ist. Aber das werdet ihr rausfinden. Das Schloss klemmt, die Tür kann nicht geöffnet werden. Aber hier muss doch noch irgendwas sein. What the? Harry? Are you okay? Harry? Harry? Da ist wohl kein Harry mehr. Wo sind wir? Where am I? Harry. Lisa? Then I'm in the hospital? You were having a bad dream.
Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff, black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult? Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. Was that another dream? Did I pass out again? Ja, man weiß nicht mehr, was ist Wahrheit, was ist Realität. Und ja, der Kult. Hier ist wohl das Zeichen. Nee, das ist eine 8. Ja, es handelt sich hier wohl um eine Art Kult. Kranke Menschen, die sich die Kadaver von anderen Menschen an die Wand hängen. Ja. Und man weiß wirklich nicht mehr, was ist die Realität, was ist Fiktion. Aber wir werden das alles noch rausfinden. Aber nicht mehr heute, mein lieber Zuschauer. Das war's heute mit Silent Hill. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und lasst mir auf jeden Fall Liebe da, indem ihr das Video teilt, indem ihr das Video liked, indem ihr mir was Nettes runterschreibt. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, abonnier doch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du immer auf den Laufenden sein möchtest. Ja, bis dahin sage ich Tuli-du.